Mein Name ist Wolfieder Rixinger. Ich arbeite bei der Naturschutzbehörde der Stadt Heilbronn und ich möchte Ihnen heute das Naturschutzgebiet Schilfsandsteinbruch vorstellen. Schilfsandstein, woher kommt der Name? Die Steinbrecher haben, als sie die Steine behauen haben, fossile Pflanzenreste entdeckt und die hat man dann zunächst als Schilf identifiziert. Und erst später hat sich herausgestellt, dass es sich dabei gar nicht um Schilf gehandelt hat, sondern um Schachtelhalm. Und insofern müsste eigentlich der Sandstein heute Schachtelhalm-Sandstein heißen und nicht Schilfsandstein. Weil der Name aber bereits etabliert war, ist man dabei geblieben und der Sandstein heißt weiterhin Schilfsandstein. Ja, der Schilfsandstein, der wurde abgelagert in einem Flussdelta, in einem Flusstal vor rund 230 Millionen Jahren. Die Steinbrüche in Heilbronn, die werden seit 1460 betrieben, also schon eine ganz lange Zeit. Der Sandstein hat hier eine Mächtigkeit, also eine Stärke von bis zu knapp unter 30 Meter, also ist sehr abbauwürdig und Heilbronn hat unheimlich über viele Jahrhunderte von dem Abbau des Sandsteins profitiert. Der wurde nämlich exportiert und hier war ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Es wurden zum Beispiel die Hauptbahnhöfe von Frankfurt, Mainz oder Hauptbahnhof von Amsterdam damit gebaut. Auch beim Kölner Dom fand der Sandstein Verwendung. Und natürlich in Heilbronn, bedeutende Bauten in Heilbronn wie die Kilianskirche oder das Heilbronner Rathaus sind auch aus Sandstein gebaut, aus dem Heilbronner Schilfsandstein. Dann hat das Naturschutzgebiet natürlich auch eine ganz wichtige Funktion für den Naturschutz. Hier leben seltene Tier- und Pflanzenarten, hier gibt es besondere Biotope. Am Waldrand zum Beispiel, an den besonderen Waldrändern, da leben Mauereidechsen, der Ameisenlöwe, eine Vielzahl unterschiedlicher Wildbienenarten. Der Wald selbst, in dem die Eiche dominiert, ist wichtiger Lebensraum für den Mittelspecht oder für den Eichenzipfelfalter. Auch Hirschkäfer finden hier Lebensraum. Also wirklich eine tolle Sache, was man hier alles entdecken kann. Und dann nicht zuletzt hier unten in der Schlucht, in dem ehemaligen Abbaubereich. Hier haben wir kühle, schattige, feuchte Verhältnisse. Hier hat sich ein Schluchtwald eingestellt und hier hat es eine Vielzahl unterschiedlicher, insbesondere Moos- und Farnarten. Und eine ganz charakteristische Art ist hier der gelappte Schildfarn. Wenn man das Naturschutzgebiet Schilfsandsteinbruch erkunden möchte, dann macht man das am besten vom Jägerhausparkplatz aus. Da gibt es einen schönen Rundweg und ganz toll ist, dass es seit kurzem hier einen Natur- und Geopfad gibt mit verschiedenen Stationen, wo die Geologie, die Landschaftsentstehung, die Waldbewirtschaftung und natürlich auch die Tier- und Pflanzenwelt erklärt wird. Und dann kann man anhand dieser Infostationen hier sich die Besonderheiten im Naturschutzgebiet erarbeiten.